Hallo und willkommen zurück zu der lang ersehnten Fortsetzung dieses Let's Plays. Ja, ich hatte ein bisschen Stress in den letzten Tagen, weswegen nur Sachen online gekommen sind, die aus aus Vorrat quasi, die ich aus Vorrat quasi online gestellt habe, und zwar Pokémon Silber. Wow. Na, was willst du denn? Ja, wir waren hier, glaube ich, auf den Weg Richtung, wow, schwarzer Troll. Aber da musste ich mich hier gerade erstmal ein bisschen freimetzeln. Hier, komm, mach einen Abgang. So, du willst auch noch was, habe ich gehört. Ja, Scavenger, lächerlich. Bam, in the face und weg. Ja, ich hatte nicht so viel Zeit zum Zocken. Deswegen musste Gothic 2 ein bisschen warten. Aber jetzt habe ich mich hier mal zum Weiterzocken überredet. Weil wir sind hier auf dem Weg zum schwarzen Troll und wollen den Quest machen. So. Und bevor wir den da hinten aufs Korn nehmen, futter ich mal noch ein bisschen was. So, die beiden haben wir. Bist du alleine? Du bist alleine. Komm, hier, Überraschungsangriff. So. Oh, Ulf. Da ist nichts zu holen. Tja, Ulf, das tut mir wirklich sehr leid für dich. Aber du hast es leider nicht geschafft. Ja, okay, mir tut's nicht wirklich leid. Mir ist der Typ eigentlich extrem egal. So. Der schwarze Troll war, glaube ich, ganz am Ende des Weges. Ich hole mal meinen Scanner hier raus. So, können wir vielleicht ein bisschen abkürzen? Moment. Bin ich hier nicht falsch? Verdammt, wo ging es noch mal lang? Mussten wir hier lang? Snapper. Ich guck noch mal in die andere Richtung. Ne, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Hier müsste gleich für so eine Statue kommen, oder? Jo, da ist er. Ah, Scavenger. Ihr schon wieder. Zwei Stück, alles klar. Die nehme ich mit. Aua. 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 Komm, wirst du wohl, das darf doch nicht wahr sein hier. Naja, so kann man auch ein bisschen leveln. Uns fehlt ja noch ein Level, damit wir unseren zweiten Gefährten rufen können. Ich guck mal, so extrem viel Erfahrung fehlt uns gar nicht mehr. Trink mal so einen hier. Alter, überall dieses Scavenger. Na, ihr beiden. Macht ihr da Gruppenkuscheln? Also bis jetzt ist es noch alles ziemlich einfach, zum schwarzen Troll zu kommen. So. Wir leveln hier munter durch die Gegend. So, Blauflieder. Oh ja, stimmt. Die könnte ich auch mal mitnehmen. Immer gut, um den Mana-Pool wieder aufzufüllen. Okay, ach stimmt, da müssen wir auch noch ganz hoch. Oh mein Gott. Hier, komm, trink das mal.
Moment, kann es sein, dass ich hier gerade... Ja, ich habe noch die ganz einfachen Heiltränke. Vielleicht sollte ich die erstmal schlucken, anstatt hier die ganzen guten zu verballern. Mensch, ich bin auch wieder verschwenderisch. Aber na, ich hab's ja. So. Das Ding könnten wir natürlich auch mal erkunden, aber ich weiß genau, dass da ein paar sehr nette Viecher drin rumlatschen. So, einmal kurz zwischenspeichern. So. Ein Varan, natürlich. Zwei Varane, sehr gut. Okay. Ich versuche mich an den Varanen vorbeizuschleichen. Oh oh. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Schon. Oh oh. Oh oh, wenn die beiden mich angreifen, dann bin ich aber ganz schnell weg vom Fenster. Komm schon. Ich bin geschmeidig wie eine Katze. Die sehen mich echt nicht. Aber geil. Okay. Wie ein wahrer Mann schleiche ich mich durch die Gebüsche. Vollen Mutes und voll Selbstüberzeugung kratze ich hier männlich die Kurve. Okay. Nee, hier komm. Du kannst auch wieder schleichen. So. Okay, alles safe. Heilpflanzen, nice. Blutfliegen, okay. Greift die uns an? Das ist hier so ein bisschen uneinsichtig, aber wir sind prinzipiell da. Oh, da sehe ich eine einzige Blutfliege. Okay, wow. Okay, da sind ein paar mehr Blutfliegen. Scavenger wieder. Okay, da oben, da war doch dieser Jäger. Wow. Okay, Lurker. Tja, ich schätze mal, wir werden den Weg bei den Blutfliegen entlang nehmen müssen, weil die Lurker sind mir jetzt ein bisschen zu heftig. Aber ich versuche mir einfach mal die Blutfliegen da zu snacken. So, kommt mir guten Tag. Na, ihr zwei Hübschen. Ja, scheiße, ne? Wenn man so schwach ist. Nein, nicht höher fliegen, das ist unfair. Na, mein Lieber. So, kommt hier noch was, oder? Ein Irrlicht. Wieso schwebt da oben ein Irrlicht drum? Ach du Scheiße, das ist ja auch noch ein Lurker. Das darf doch nicht wahr sein hier. Okay, kann ich da nicht irgendwie rüberschwimmen? Ja komm, ich versuch's mal. Hier auf dem Wasser wird schon nichts sein. Ich muss da irgendwie hoch. Oder irgendwie
einen safen Weg finden. Okay. Da oben, da ist der schwarze Troll, meine ich. Okay, vielleicht kann ich da hinten ja einfach mich vorbeischleichen. Erstmal schön mitten durch die Pflanzen schwimmen, wie es sich gehört. Okay. Ja, da ist ja auch noch einer direkt da. Das darf doch nicht wahr sein. Du mieses kleines Stück Lurker. Okay. Es hilft nichts. Das Blöde ist, wenn ich jetzt mein Skelett rufe, wird das die ganzen anderen Viecher noch andocken. Ich mache den Runner. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Aua. Na, hängt da jemand fest? Ah, das ist aber ärgerlich. Wenn man da so festhängt im Gebüsch, ne? Ja, das ist natürlich jetzt so richtig ärgerlich. Hoffentlich kommt ihr jetzt nicht hoch. Aua. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hilfe. 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 Hilf mir, Kollege. Guck mal, da kommt was. Uah. Und wieder eins von diesen Biestern. So, das war's mit dir, du Mist. Lol. Hast du den gerade mit einem Schlag... Da ist nichts zu holen. Tja, ich würde mal sagen, guten Hunger bei dem Lurker. Den hast du mit einem Schlag erledigt. Dann brutzel ihn mal schön durch. Der liegt ja auch wirklich perfekt auf dem Feuer. Ja, Grimbald, guten Appetit, ne? So, was hat der nochmal gesagt? Irgendwie geradeaus und dann in eine Höhle oder so. Da ist der schwarze Troll. Oh je. So, dann machen wir uns mal auf die Suche. Da vorne irgendwo war ja die Höhle, wo wir... Lol, da ist er. Der schwarze Troll. Oh mein Gott. Ach, das ist der? Ich sehe den kaum. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird es ernst. Puh. Jetzt geht es gegen das Megamonster, den schwarzen Troll. Ah, ich habe natürlich was Nettes eingekauft. So, wo ist es? Wo ist es? Monster schrumpfen, die 9. So, schwarzer Troll. Ich habe ja gespeichert. Schläft er? Schrumpf den, schrumpf den, schrumpf den, schrumpf den, schrumpf den, schrumpf den. Schneller, 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 schneller. Oh. Na, du bist ja knuffig. Bam. Scheiße. Bam. Hallo, stirb. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Stirb. 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 Das gibt's doch nicht. Du wirst sterben. Ja, lauf, du kleiner Wicht, hä? Ja, guckst du was? Bam, 1000 Erfahrung. Ja, was für ein epischer Kampf. Fell eines schwarzen Trolls. Ja, haben wir gerade 1000 Erfahrung gekriegt. So, was hat der denn hier Schönes bewacht? Aha. Was haben wir noch? Eine Steintafel. Mhm. Was glitzert da denn? Ein Ring? Eine Folteraxt. Ja, leck mich am Arsch. So, was haben wir denn hier? Ring der Gewandtheit. Geschick Bonus 3. Was haben wir?
Schutz vor Fallen. Können wir den auch noch anziehen? Ja. Können wir den auch noch anziehen? Aha. Der Ring einer Händlergilde. Können wir ihn auch noch anziehen? Nein. Egal, der ist eh unwichtig. Na, Schutz vor Fallen 5 nehme ich gerne mit. So, ja, dann können wir prinzipiell zurück zu den Söldnern latschen und den Quest abgeben, weil wir haben den schwarzen Treuer platt gemacht, aber das wird immer noch nicht für ein Level abreichen, fürchte ich. Uns fehlen immer noch knapp 3000 Erfahrungen. Oh je. Oh je, oh je. Das ist natürlich ein bisschen, naja, viel. Was könnten wir noch machen? Wir könnten schwarzes Feld, das machen wir gerade hier. Die schnaubende Kreatur. Die schnaubende Kreatur macht dem Jäger gar nicht zu schaffen. Bevor ich das Vieh nicht beseitige, kann er nicht mehr jagen. Ja, falls sich noch erinnert, beim Pass zu Minental, da ist ja dieser Jäger, der irgendwie vor so einer Kreatur Angst hat. Und die könnten wir eigentlich mal, die könnten wir eigentlich mal platt machen, so im Vorbeigehen. Ich meine, hallo, wir haben den schwarzen Troll besiegt. Okay, mit einem Monster-Schrumpfen-Zauber. Ich glaube, ansonsten kriegt man dem schwarzen Troll nur platt, wenn man irgendwie einen Dämon beschwört. Oder man ist wirklich so total imbar, aber ansonsten keine Chance. Moment, kann ich mich nicht einfach, das dauert doch jetzt zu lange, hier zurückzulaufen, zum Pass, hier, Miental, ach nee, Pass zum Miental, da bin ich ja, obwohl, ich glaube, das geht schneller, als wenn ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufe, oder? Geht das schneller? Ach, hier komme ich, teleportiere mich einfach mal. Leute, zu weit entfernt. Wie zu weit entfernt? Was ist das denn? Das ist doch wohl... Hallo, du dreckiger Teleportstein? Was? Ich glaub's ja nicht. Das ist ja wohl echt aber zu weit entfernt. Das ist ja wohl... Das hast du ja nicht gehört hier. Okay, dann müssen wir laufen. Ich könnte ja mal diesem mysteriösen Irrlicht nachgehen, was ich da eben gesehen habe, so als Überbrückung. Wo könnte ich denn... Warte, wenn ich jetzt lang gehe, ne? Na, da ist natürlich schon wieder ein Lurker. Ja, guck du nur in meine Richtung, du Sau. Ob ich das wohl überlebe? Oh, da wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht runter. Moment, ich habe keinen Bock hier gleich als normal zu machen. So. Springe! Platsch! Sehr gut. So. Das E-Licht war, glaube ich, da hinten, oder? So, da waren die Lurker. Da ist auch noch einer. Da müsste das E-Licht sein. Hier müsste er safe sein. Hier waren ja die Blutfliegen. Da irgendwo war das doch, oder? Das E-Licht. Was ist das? Ist das gefährlich? Guten Tag, ihr Licht. Oh oh, wieso pulsiert es rot? Wieso pulsiert es rot? Hallo. Bist du... Aua, Alter, Alter, du dreckiges... Alter. Verpiss dich!
Ich nehme das als aggressiven Akt hier an. Alter. Okay. Wir haben ein Irrlicht besiegt. Da ist nichts zu holen. Oh, es hat eine Steintafel bewacht. Stimmt, wir könnten auch mal unsere gesammelten Steintafeln, die wir so mittlerweile beisammen haben, eigentlich mal bei Vatras abgeben. Der sammelt die Dinger ja. Na okay, das Irrlicht war jetzt nicht so eine mega Herausforderung. Wow, da sind schon wieder die beiden Varane. Ah, ja, 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 ja. Okay. Soll ich mich dran vorbeischleichen oder mache ich den Wanna? Ich glaube, ich versuche es mal mit dem Wanna. Ich speichere auch jetzt mal nicht. Komm schon. Renn. Renn, du Charakter, renn. Sehr gut. Super Ausdauer und elegant ausgekurvt. Sehr gut, oh yeah. Ja, dann steht euch jetzt für den Rest der Folge ein langweiliger Rückweg. Ich könnte natürlich nur mal ganz kurz, so rein theoretisch, gucken. Schwarzer Goblin, sehr gut. Blutfliege. Ich würde mir das Ding ja schon gerne mal angucken. Ich weiß genau, dass ich dafür noch nicht gut genug bin. Ah, hier liegt aber auch so viel Zeug rum. Das kann ich ja eigentlich nicht einfach hier so liegen lassen. Noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da. Ah, kommt da auch nichts um die Ecke? Ist da schon was? Diese Pflanzen, die führen mich natürlich sehr verlockend in die Richtung. Ne, komm, das Ding, das knüpfen wir uns später vor. Ich weiß genau, dass ich da jämmerlichst verrecken werde. Tja, die Frage ist, gehe ich erst zurück zu den Söldnern, um den Quest abzugeben, oder mache ich mich gleich auf den Weg, diese zweite Kreatur da zu jagen? Ich glaube, ich gehe erst zurück zu den Söldnern. Ja, ich gehe erst zurück zu den Söldnern und gebe den Quest ab. Dann kann ich auch neuen Rohstahl einkaufen. Fällt mir da so ein. Und wir haben ja da noch den ein oder anderen Quest noch offen bei den Söldnern. Oh ja, ich weiß gar nicht, welche Folge das eigentlich ist. Wir sind, glaube ich, schon über Folge 40 bei Gothic. Ich nehme das ja... Obwohl, das hier nehme ich eigentlich relativ... Das hier nehme ich relativ zeitnah auf. Wieso ist da unten ein Kreuz? Lol. Ist da ein Schatz vergraben? Das war aber nicht einer von denen, die wir ausgehoben haben. Wieso ist da ein Kreuz? Kann ich da runter? Moment. Vielleicht passiert in dieser Folge doch noch etwas anderes, außer ein langweiliger Rückweg. Komme ich da irgendwie? Kann ich da... Warte mal, ich... Ja, du scheiß Baum. Warte mal, wo ist der Vorsprung? Da. Kann ich mich da irgendwie drauf sliden lassen? Auf diesen Felsvorsprung da? Wow, ich hab's überlebt. Okay, wo bin ich jetzt? Ist da etwas drin? Ach, das ist... Lol, das ist Blut. Ich dachte, das wären Kreuze für irgendwelche Schatzstellen. Wieso führen hier Blutspuren in diese Höhle rein? Das gefällt mir schon mal gar nicht. Boah, ich muss erst mal ein paar Eintöpfe essen. Hier ein bisschen Käse geht auch noch. Ein bisschen Fisch. Komm schon. Heil dich hoch. Heil dich hoch, du Sau. Los. So. Kann ich hier was machen? Nö. Hm.
Jetzt bin ich natürlich zum Glück überhaupt nicht vom Weg abgekommen, um den Quest abzugeben. Aber naja, ein bisschen erkunden ist natürlich auch nicht schlecht. Wo geht es da rein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Schattenläufer. Den schaffen wir mit Sicherheit nicht mal im Ansatz. Na, sehr gut. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ein Schattenläufer. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Na, da habe ich mich ja wunderbar hineinmanövriert. Oh, Heilpflanze. Na, immerhin. Scheiße, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder ganz unten oder bin ich überhaupt noch richtig? Ach, lol, hier bin... Lol. Ich bin... Ah, ich habe eine kleine Abkürzung genommen. Da um die Ecke ist der Schattenläufer. Hammer geil. Ja, Scavenger. Es ist doch... Ach, hier kommt er. Euch versuche ich. Ihr könnt nix. Nein, ihr könnt immer nix. Ja, ich weiß, aber ihr könnt trotzdem nix. Ich kann doch nichts dafür, dass ihr so schlecht seid. So. Aua. Aua. Alter, ihr haut ja ganz schön rein. Alter, du da oben, ne? Ja, was, hä? Ja. Deine aber auch, du. So. Die habe ich ja letztes Mal umgangen. Was bewachen die denn schön? Das ist eine Lederbeutel. Aha. Oh, eine Spruchrolle. Alter, viele Spruchrollen. Leck mich am Arsch. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. So. Erstmal ein bisschen hochheilen. So, was hat denn Schönes dabei? Dreimal Wolf, hatten wir das auch schon vorher? Wir könnten natürlich auch so schon mal einen Wolf rufen, einfach nur um zu gucken, wie stark der ist. Naja, okay. Wow, was sehe ich denn da? Noch mehr? Oh, eine Fackel. Eine Säge. Alter, was ist denn mit dem hier passiert? Sollen wir uns mal die ganzen Pfeile snacken? Das dauert hier zum Glück überhaupt nicht lange, die ganzen Pfeile aus dem ekligen Skelett rauszupulen. Na, okay, waren schon alle. Mann, hier gibt es ja noch einiges zu holen. Also als ich letztes Mal hier vorbeigekommen bin, war das hier aber noch nicht. Na okay, wir sind ja auch mittlerweile in Akt 2 von 5. Also prinzipiell immer noch ganz, ganz am Anfang von Gothic. Alter, ich spiele schon über 40 Folgen und das Spiel ist noch nicht mal zur Hälfte durch. Ja, das Let's Play kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt. Und ich hoffe... Ach du Scheiße, 3 Stück? Naja, komm. Mal schauen. Das muss jetzt klappen. Alter. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ja, nein. Komm schon. Komm schon. Ja. Ja, du mich auch. Alter, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Lauf. Okay, gut. Gut.
Alter. Das war knapp. Okay, drei sind vielleicht doch ein bisschen viele. So, zwei größere Heiltränke geschluckt und weiter geht's. Kann ich das da mitnehmen? Nö. Ja. Jetzt hier große Fresse haben, ne? Ja, komm, du mich auch hier. Zack. Ja, alleine sieht die ganze Sache schon ein bisschen anders aus, ne? So. Wir müssen die ganzen Viecher auch mitnehmen. Ich weiß, ich hätte in Akt 1 schon möglichst viele Viecher mitnehmen sollen, aber komm, dann wären wir doch nie fertig geworden. Wo war denn jetzt der... Ich hatte doch noch einen gekillt. Moment, dich hatte ich ausgenommen, nichts ne? Zu holen. Dich auch? Nichts zu holen. Wo ist denn der dritte? Hm? Ist die Leiche despawned? Habe ich den nicht oben gekillt? Hallo? Puh, naja. Na komm, scheiß drauf, das eine Stück Rohfleisch. Zack. Ach ja. Und hier müsste ja eigentlich alles clean sein, soweit, ne? Hier war ja dieser komische Goblin. Wo ich die Leiche irgendwie auch nicht gefunden habe. Naja, oh, schön, wir wissen was abgekriegt. Hier, komm, schluck mal das. Stimmt, ich kann meine Söldner noch eigentlich richtig dick einkaufen. Weil unsere Proviante, die, ja, könnten auch mal wieder einen kleinen Push vertragen. So, ich denke mal, ich laufe noch bis zu dem Jäger da vorne und dann werde ich einen kleinen Cut machen. Naja, haben wir den einen Quest ja schon mal fertig gekriegt. Den schwarzen Troll besiegt. Den habe ich bei meinem ersten Zocken von Gothic 2 gar nicht gesehen. Ich wusste bis eben noch gar nicht, wie so ein schwarzer Troll überhaupt aussieht. Naja. So, erstmal schön ans warme Feuer setzen. Ach, du brätst dir hier so ein Scavenger. Dein Kollege da oben, der brät sich einen ganzen Lurker. Ne, Dragomir. Ja, und ich würde mal sagen, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Freue mich über jeden Kommentar, über jedes Däumchen nach oben. Und sag mal, bis zur nächsten Folge, wenn wir dem nächsten Vieh versuchen, den Gär auszumachen. Also bis dann, ciao.